hat der König von Holland, Wilhelm von Holland, der hat hier seine Gattin kennengelernt. Wir drei Schwestern, wir standen da oben auf dem Balkon, wir wussten, dass er heiratswillig war und eine Braut suchte. Er war schon etwas älter, er war über 50 und wir Mädels waren dann gerade um die 20. Und wir wussten, dass er kommt. Und da haben wir da gestanden und da hat die eine Schwester gesagt, ach, ich hab schon einen. Und die andere hat gesagt, der ist mir zu alt. Und die Emma hat gesagt, wir können doch den alten Mann nicht alleine wieder nach Hause fahren lassen. Und dann haben sie sich angenähert, wie das dann so geht. Hat er sich schließlich geheiratet und sie ist die Königin von Holland geworden. Und das ist die Mutter gewesen von der Wilhelmina. Und dann kam die, wer kam nach Wilhelmina? Da kommt noch eine zwischen und dann kam Beatrice. Und Beatrice ist ja in unserer Generation praktisch schon und ihr Sohn ist jetzt der König. Also ist noch gar nicht mal so lange her. Und die Königin Emma, die hat in Holland sehr viele soziale Sachen gemacht. Die hat sehr viele Reformen eingeführt, unter anderem, dass ein Mädchen, weil sie eine Tochter nur hatte, Königin werden konnte, also Wilhelmina. Und, wie heißt die? Juliana! Ihre Tochter hieß Juliana. Und dann kommt die Beatrice. Und dann kommt der jetzige König, der jetzt regiert. Ne? Ist also gar nicht mal so lange her. Aber auf dem Balkon, da haben die Schwestern gestanden und da kam er. Und da hat sich das so getan. Und diese Straße, die heißt sogar Königin Emma Straße. Ist also ganz bekannt gewesen. Und heute haben wir ja auch eine Partnerschaft, eine Städtepartnerschaft nach Niederlande, nach Heemstede, das ist hinter Amsterdam. Da bin ich schon zu Fuß von hier aus, von dem Kriegerdenkmal aus. Für den Frieden habe ich einen Marsch gemacht von hier bis nach Heemstede. Wurde der Empfang von Heemstede in unserer Partnerschaft. Ja. Vom Stadtdirektor Willem van den Berg. 19 Tage. 19 Tage war ich unterwegs, hatte zwischendurch mal ein bisschen manchmal Pause gemacht. Was immer kapiert, wo es gerade sich getroffen hat? Ja, ich wurde immer von Städten untergebracht und es wurden Blumen zur Verfügung gestellt an den Kriegerdenkmälern und das war ein Marsch für den Frieden. Und auch die Presse hat immer berichtet zwischendurch und dann hat nachher von meinem Einmarsch in Heemstede die älteste Zeitung der Welt berichtet, nämlich das Haarlems Dagblad. Die haben berichtet, dass ich gekommen bin nach Heemstede. Und ich wurde da von Stadtdirektor Willem van den Berg empfangen. Aber das war jetzt nicht in deinem Kostüm? Das war nicht im Kostüm. Das war jetzt Natur? Das war jetzt, im 21. Jahrhundert. Nicht in das war vor 3 Jahren. Das war ja vor 21. Jahrhundert. Als Vorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsbremierung. Ja. Und hier wurde ich ganz groß verabschiedet, damals vom Landrat Theak Bartels, vom Bürgermeister Klaus Blome und noch von etlichen und habe sogar einen Segen bekommen von der Pastorin Ostermann und habe zwischendurch dann nochmal einen Segen bekommen in einem Kloster und auch nochmal in einer Kirche, einen katholischen Segen dann bekommen. Und ich habe auch in den Niederlanden Blumen hingelegt an Ehrenmälern von alliierten Truppen. Also keineswegs nur bei Deutschen, sondern auch bei Alliierten. Und das kam auch sehr gut an. Ich denke, das war eine gelungene Sache und das war vor 3 Jahren, 19 Tage habe ich gebraucht. Das war aber jetzt erste Etappe war von hier bis Lemgo, wo ich dann empfangen wurde und wo ich dann auch untergebracht wurde in einem Hotel. Und dann haben wir da auch entsprechend Blumen Kriegerdenkmal hingelegt. Ja, aber wie gesagt, das war nicht die Zeit. Das war jetzt ein historischer Sprung. Seinerzeit war ich natürlich hier Friedrich Anton Ulrich zu Waldeck und Pyrmont in dem Leben davor und residierte auch teilweise hier auf dem Schloss. Und Hauptwohnsitz war in Arolsen auf dem Schloss, das ich sehr umfangreich umgebaut habe. Ich habe damals keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe viele Schlösser gebaut und dabei kräftig meine Möglichkeiten, meine finanziellen überzogen, aber das kennt man ja heutzutage auch und das wird ja nun auch in der EU und in Deutschland und überall wird das praktiziert. Die Amerikaner können das auch gut. Helmut, im vergangenen Jahr hat ja der Fürstentreff hier mit mehreren von uns sind nach Arolsen gefahren, weil wir hatten ein Jubiläum, ich weiß nicht mehr welches Tag das auch noch war, und da waren mehrere von unseren hier und da haben wir da sind wir nach Arolsen auch planiert und in Arolsen da wohnt jetzt noch das Fürstengeschlecht. Also das ist eines der wenigen Schlösser, wo das Fürstengeschlecht jetzt noch wohnt in Arolsen. Ein Teil kann man als Zuschauer sich ansehen, also für Publikum, aber ein Teil ist, wo also der jetzige Schlossherr auch noch residiert. Ja, und das Besondere ist, das hatte ich glaube ich vorhin schon gesagt, dass eben auch die Stadt Bad Pyrmont nach alten Verträgen verpflichtet ist, für bestimmte Dinge für das Schloss zu bezahlen. Das ist also zwar keine hohen Beträge, aber immerhin, es gibt da Verpflichtungen. Und das ist in unserem Haushalt nach wie vor drin. Das gefällt mir als Fürst Friedrich Anton Ulrich zu Waldeck und Pyrmont natürlich besonders gut. Ja. Höhle können wir sagen, da kommt Kohlendioxid direkt aus dem Boden. Das ist so ziemlich einmalig auf der Welt. Und es werden dann Experimente gemacht. Eine Kerze brennt, es wird geschöpft, das Kohlendioxid. Das Kohlendioxid ist schwerer als Luft und es wird rübergekippt über das Feuer und das Feuer geht aus. Das ist zum Beispiel ein Experiment. Dann werden Seifenblasen tanzen lassen, die schwimmen auf der Kohlensäure. Und das Kohlendioxid ist eben schwerer als Luft und ist eben unten. Und je nachdem, wie warm es ist, steigt das eventuell höher oder es ist eben tiefer. Das Ganze ist hochgefährlich, wenn man da einfach so reingeht. Und deswegen ist immer alles gut abgeschirmt, denn das ist ein geruchloses Gas, farbloses und geruchloses Gas, was man so nicht bemerkt. Und man würde davon bewusstlos und würde dann umkommen, ersticken. Das ist auch gefährlich, wenn da Sitzmörder das machen. Es wurden auch Führungen gemacht. Es werden auch Führungen gemacht, ja. Ja, die können wir also sehr empfehlen, die Führungen. Und das machen meine Staatsdiener, die führen da. Und das Ganze ist eine hochinteressante Sache. Ist eine große Show, die da vorgeführt wird. Und das kann ich also sehr, sehr empfehlen. Gerade in den Sommermonaten wird das viel angeboten. Ja. Denkmal vom Ersten und Zweiten Weltkrieg. Es finden hier immer die Veranstaltungen zum Volksfeuertag statt. Diesmal am 15. November, Sonntag 15. November, 12 Uhr. Vereine beteiligen sich sehr stark dran. Alle Bürger sind eingeladen, hier sich zu versammeln. Wir sind die größte Veranstaltung in der Region. Ich mache das ehrenamtlich seit 1992 und es hat sich also zur größten Veranstaltung entwickelt. Wir haben internationale Gäste. Selbst das russische Fernsehen hat hier schon mehrere Aufnahmen gemacht von unserer Veranstaltung.